Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind gerade in Weißwasser, der IC fährt los und ich mache gerade ein kleines Experiment, denn ich möchte mal gucken, ja, wie die Performance ist, wenn man hier das HUD deaktiviert hat, also diese Anzeigen hier oben von wegen Passagieren und so weiter. Denn in den Kommentaren stand, deaktiviere mal die KI, das hilft bei der Performance. Ich habe dann ein bisschen flapsig darunter geschrieben, was passiert dann mit den Autos und den Zügen, wer steuert die? Ja, ist natürlich klar, die KI kann man nicht wirklich deaktivieren, das wäre relativ sinnfrei. Aber man kann hier diese Anzeigen deaktivieren. Ich muss jetzt aber sagen, es bringt meiner Meinung nach, wenn man hier so guckt, nicht wirklich viel. Also, wenn ich hier auf die Frames schaue, wir haben trotzdem in gewissen Bereichen 11 Frames, in anderen 12, dann mal wieder 20, dann mal wieder 8. Kommt immer ganz darauf an. Also ich sehe hier keinen markanten Unterschied. Es wäre auch komisch, denn das hier oben ist ja wie gesagt nur die Anzeige. Das ist nicht die Berechnung der KI, das ist, was dargestellt wird. Ich mache das mal wieder rein. Trotzdem natürlich danke für den Hinweis, ein Versuch, was wert, aber ich möchte eben auch sehen, wie viele Passagiere und so weiter hier rumstehen. So, dann hatten wir hier hinten auch noch was Interessantes. Da konnte ich mir nicht verkneifen, dass ich da noch einen Text dazu gemacht habe. Ich mache mal Pause. Wegen den Linien. Es ist durchaus von Vorteil. Moment, ich wollte gerade gucken, haben wir keine Musik? Doch, wir haben. Wenn man das Linienfenster offen hat, dann werden die Linien eingeblendet. Ich hatte das Ding zugemacht und dann hier die Terminals zugewiesen und mich dann gewundert, warum ich die Linie nicht mehr sehe. Ist eigentlich relativ einfach. Eben, man müsste das Teil da noch offen haben. Jetzt kann ich hier aber die Weiche eigentlich wieder hinmachen. Weil wir gesehen haben, Moment, das würde eigentlich funktionieren, wobei das haben wir nicht gesehen, es war eine Vermutung und ich würde sagen, also wir wollten ja in dieses Gleis rein, das ist nicht unbedingt, ja, zwingend nötig, dass wir das machen, aber wir machen das, einfach weil dieses Gleis ist hier, beziehungsweise diese Strecke passt eher, wenn die grüne Linie dann da ist. Also, nochmal schnell gucken, jetzt habe ich doch Linienfenster, habe ich auf, nicht, dass ich den gleichen Käse nochmal mache. Terminals, das war glaube ich Terminal 1, genau wo wir rein wollen. So, jetzt müsste das, genau, jetzt müsste das doch auch klappen und das tut es auch. So, abgeschlossen ist auch, das heißt wir beugen hier allfälligen Lags vor beim Bauen. Ja, dann brauchen wir einen Zug. Ein Depot haben wir glaube ich in Wien hingestellt, kann das sein? Wir schauen mal, beziehungsweise wir haben da ein Depot. Ja, das hier, jetzt muss ich mal gucken, kommen wir hier irgendwie rein? Das habe ich, glaube ich, eh schon kontrolliert. Wir fahren hier lang, hier rüber, wechseln dann hier. Jetzt steht es gerade wieder, Momentchen. Wechseln dann hier rein, genau, und können dann von hier, hier rein. Ja, das funktioniert perfekt. Gut, dann brauchen wir die Züge. Ist eine relativ lange Linie, also was wir kaufen ist eh klar, das haben wir gesagt, deswegen haben wir die Strecke so gebaut, wie wir sie gebaut haben, nämlich eher ein bisschen, ja, komplizierter als es hätte sein müssen. Die Heisenberg zockt statt Lokis. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Züge für diese Strecke. Ich würde mal sagen, wir machen auch mal drei, also zweimal den kurzen und dann wieder einmal den langen und dann können wir ja mal gucken, was wir für einen Takt haben und so weiter. So, wir gehen mal hier hin. Linie zuweisen, die grüne war es. Das müsste die hier sein. Scheint tadellos zu funktionieren. Wir gehen gleich mal gucken. Da kommt da raus, der schöne Zug. Sehr schön. Und da werden wir natürlich gleich mal einsteigen. Und zwar jetzt schon. Weil hier geht es ja doch auch schon ein bisschen durchs Städtchen durch. Und dann in den Lüttlicher Bahnhof rein. Und ja, dann im Prinzip wieder zurück. Also wieder aus dem Bahnhof raus. Aus der gleichen Richtung übergekommen sind. Das ist das, was ich meinte, mit dass es ein bisschen umständlicher ist. Aber der Gedanke war natürlich eben, dass dieser Zug auch eine angemessene Strecke bekommt. Und in den Kommentaren drin stand eh relativ oft, dass ich doch gucken soll, dass dieser Zug irgendwie eben in Wien noch rumdüst. Und das haben wir jetzt mit dieser Strecke vervollständigt bzw. umgesetzt. So, immer schön in den Bahnhof rein. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir da ein Signal beim Depot? Wahrscheinlich nicht. Naja, ist ja auch egal, ob jetzt die anderen jetzt schon raus können oder nicht. Wir fahren ja. Und wir fahren ja mit dem mit. Das ist das Wichtige, dass der fährt. Und wenn die anderen ein bisschen warten müssen, dann ist es gar nicht so schlecht, weil dann verteilen sich natürlich die Züge entsprechend.
Ich bin mal gespannt, ob die Linie läuft. Also läuft im Sinne von, dass hier wirklich Leute mitfahren. Früher oder später, weil wir haben im Prinzip bereits zwei Möglichkeiten. Jetzt haben wir gedreht. Zwei Möglichkeiten, mit dem Zug von Wien nach Weißwasser zu fahren, aber nicht von Nord nach Nord, sondern zu den Hauptbahnhöfen im Prinzip. Mal gucken, ob hier die Verbindung Nord-Nord eben auch wirklich entsprechend angenommen wird. So, wir gehen hier wieder mit dieser steilen Kurve in unser Gleis rein. Aha, da wartet der Kollege. Nett. Okay, ich wünsche euch gute Fahrt. Also nicht euch Zuschauern, sondern dem anderen Zug da. Sonst würde ich sagen, ich wünsche uns eine gute Fahrt. Und die wünsche ich uns jetzt auch. Cool, freue mich drauf. Ich finde die Strecke nett. Also jetzt mal gucken, wie die so wirkt. Hier einmal durchs Städtchen durch. Städtchen ist gut. Wien ist eine Stadt. Auch in diesem Spiel. Aber da hinten dann genau ins Tunnel rein. Und dann sind wir eh dann bald schon bei der nächsten Stadt. Und da geht es ja dann... Oh, da ist noch ein Flugzeug. Geht es ja dann auch gleich wieder ins Städtchen rein da hinten. So, jetzt müsstet ihr hier vielleicht ein bisschen Gas geben. Düt. Mhm. Rums. Die kam nicht schnell genug weg. Ja, das ist halt, wenn es da blinkt oder runter geht. Oh, da haben wir noch einen unbeschränkten Bahnübergang. Habe ich gerade gesehen. Und da steht der Stadler Kies von der anderen Linie. Das ist jetzt halt ein Zufall, dass auf beiden Linien... Oh, cool. Dass hier auf beiden Linien, die dieses Gleis nutzen, ausgerechnet Stadler Kies sind. Hier einmal die Variante und wir halt mit der Heisenberg-Zockt-Variante. Macht aber auch nichts. Sind ja schöne Züge. So, genau hier runter. Da haben wir wieder so einen kleinen Grafikbug gehabt. Das ist immer ein bisschen schade bei den Weichen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir immer ein bisschen krumm bauen. Also wenn man das auf ebenem Gelände macht, dann sieht das ganz anders aus. Das Problem ist einfach, wir haben hier natürlich einfach ab und an mal einen Hügel. Und dann müssen wir es auf den Hügel bauen. Sonst müssen wir alles glätten, bevor wir es bauen. Und dann sieht irgendwie die Gegend dann einfach wieder so, keine Ahnung, generisch aus. So. Irgendwie, so dass sie mir dann eben nicht mehr gefällt. Dann habe ich lieber diese kleinen, sagen wir mal, Grafikbugs. Damit kann ich dann eher leben, wenn dafür die Strecke cool aussieht. So, längeres Tunnel. Und wenn wir rauskommen, sind wir eh schon vor der nächsten Stadt, die wir nicht anlaufen. Deswegen steht sie unten nicht im Fahrplan. Und ja, man merkt, wir kommen aus dem Tunnel raus. Es laggt. Musste da irgendwas berechnet werden. Da vorne sehen wir das Städtchen. So, und jetzt kommen wir schon zum interessanten Teil der Strecke. Tunnelfahren ist immer nicht unbedingt so interessant, finde ich. Aber hier, in der freien Wildbahn, da fühle ich mich wohl. Ja, ist halt eben Performance, Performance. Aber es ist halt, ja, die Gretchenfrage ist halt eben, neue Staffel, wieder von vorne anfangen. Mache ich zwar gerne, aber mir würde das hier fehlen. Ich muss das ganz ehrlich sagen, hier stecken jetzt über 200 Folgen drin. Das kann man sich mal ausrechnen, das sind weit über 100 Stunden. Und ja, das jetzt hier in die Tonne treten, nur weil halt die Performance nicht so performt, wie sie soll. Ich fände es schade. Zumal wir jetzt immerhin diese Baulags weg haben. Das ist ja nun wirklich schon mal ein massiver Fortschritt, eine massive Verbesserung zu vorher. Also wir können wieder bauen, ohne dass wir jedes Mal ewig lange warten müssen. Ganz zu schweigen von den Signalen. Man macht zack, Signal steht und gut ist. Vorher hatten wir Signal setzen und ja, 4 bis 5 Sekunden warten. Und ja, das schmälert dann tatsächlich den Baugenuss relativ enorm. So, wieder Tunnel. Und dann geht es hier hinten raus und dann kommen wir, glaube ich, eh schon plus, minus. Ich muss mal gucken, wo kommen wir denn raus? Ja, das ist eh schon die Gegend um Weißwasser rum. Da kommt uns noch Kollege Renfi entgegen. Genau, und wir gehen hier ins Tunnel rein. Ne, das ist noch nicht Weißwasser. Nö, nö, nö. Das ist hier irgendwo im Mittelland, wenn man so will. Da oben war gerade nochmal ein Stadler Kies, der da sozusagen normale.
jetzt geht's hier raus. Hier hängt uns auch noch was ein bisschen rein. Da oben Güterzug. Aha, da haben wir einen Güterbahnhof. Ja, das ist unser Güterbahnhof, den wir neu gemacht haben. Genau, dann weiß ich jetzt wieder, wo wir sind. Hurra! Da schlägt wieder mein Pfadfindergehen zu. Einmal drehen, keine Ahnung mehr, wo ich bin. Boah, schön. Viele, viele Gleise, wunderbar. Wäre natürlich jetzt noch cool, wenn da noch ein Zug entgegenkäme, aber man kann nicht alles haben. Und jetzt hier vorne, genau, gehen wir raus auf die Brücke. Oder bin ich schon wieder falsch? Nö, da ist der Damm. Das müsste also stimmen. Hier teilt sich die Brücke sozusagen. Und wir düsen hier rechts raus. Jawohl, passt. Und da hinten ist Weißwasser. Da sehen wir es. Und nachher noch schnell gucken wegen dem Takt, den wir hier haben. Das wäre noch wichtig. Hier schön mit dem separaten, wunderbaren Portal hier. Passt doch irgendwie zu Weißwasser. Würde ich meinen. Ja, darüber sehen wir hinweg. Rums. Und wieder raus. Also dieses schöne Portal hat auch die Macke, dass da eine Wand ist. Das wissen wir. Und hier haben wir wieder ein paar Stacheln. Auch interessant. Vor allem interessant, dass die von Tränenfieber einfach sozusagen mitgenommen wurden. Ist irgendwie eine völlig andere Landschaft von der Optik her, aber irgendwie basiert sie offensichtlich halt doch auf der Tränenfieber-Engine. Sonst wären diese Stacheln natürlich nicht dabei. Aber irgendwie, ja, ich würde sie wahrscheinlich bald vermissen, wenn sie weg wären. So, wir nähern uns dem Bahnhof. Und hier ist natürlich ordentlich was los da hinten, sieht man auf der rechten Seite. Ist ja doch auch massiv gewachsen, die Stadt. Cool, und da das Hochhaus da hinten, das finde ich auch sehr, sehr cool. Und vor allem den Bahnhof entlang, diese kleinen Einfamilienhäuser, die sind auch sehr, sehr nett. Können wir gleich mal nochmal gucken, ob die sich vielleicht sogar noch ein bisschen weiterentwickelt haben. Das möchte ich eigentlich auch schnell sehen. Da links haben wir den Hafen von Weißwasser. Wunderbar, jetzt machen wir es aber in der richtigen Reihenfolge. Zuerst gucken wir nach dem Takt. Und ich bleibe sitzen. Jawohl. So, wir stehen. Wir gehen raus und gucken bei der Linie nach dem Takt. Das geht so natürlich nicht. Das funktioniert besser, wenn ich so mache. 6 Minuten. Ja, ist nicht optimal, würde ich mal behaupten. Ist aber okay. Wir lassen das mal für den Moment so und gucken, wie sich das hier entwickelt. Wir haben tatsächlich Passagiere. Okay, also wirtschaftlich funktioniert das Ganze auch. Das ist natürlich prächtig. Jetzt wollte ich schnell gucken. Hier hinten die Häuser. Machen wir mal Pause. Wobei, das hätte ich besser vorgemacht, denn jetzt rechnet es wieder. Aha, plötzlich sind wir da. Cool, da wird sogar nochmal gebaut. Was baut ihr denn hier? Da haben sie nochmal ein Plätzchen gefunden. Eigentlich alles zugebaut, aber ein Plätzchen haben sie noch gefunden. Ja, das ist doch eh relativ cool hier. Mit der Aussicht auf die Kirche da hinten. Passt. Gut, was haben wir noch? Wir gehen schnell zurück nach Wien. Da hatten wir doch noch diesen unbeschrankten Bahnübergang. Mal gucken, wo der genau war. Bist du das? Jawohl. So, du kriegst hier einen städtischen. Den hier, den großen. Oder die große. Hier oben, da haben wir eine Schranke, aber hier haben wir auch keine. Das können wir gleich mal erledigen. Nehmen wir ein bisschen die kleinere Variante. Weil mitten in der City drin unbeschrankte Bahnübergänge, das ist natürlich schon nicht wirklich ideal. Hier hinten passt und hier durchs Städtchen durch. Nein, falsche Richtung. Hier unten. Da haben wir eine Schranke. Und hier haben wir auch keine. Okay, werden wir auch ändern. So, sieht dann auch cooler aus, wenn natürlich überall die Schranken runtergehen. Huch, hier haben wir auch noch ein paar von den Teilen. So, jetzt müssen wir es aber haben. Hier haben wir Schranke. Darunter, hier hinten haben wir noch was. Aha, okay, auf der Landstraße. Haben wir mal die hier. Okay. Sonst noch irgendwo. Hier unten ist eine Schranke, da ist eine Schranke. Ich glaube, sonst haben wir es ungefähr. Denkst du, da ist auch noch so ein Teil? Ne, machen wir mal wieder die Variante. Haben wir schon länger nicht mehr. Und so könnte man sich natürlich den Tag auch, oder so würde man den Tag auch durchbringen, indem wir hier mal die ganzen Strecken abgrasen und gucken, wo noch unbeschrankte Bahnübergänge sind.
würde ich jetzt aber bleiben lassen. Was ich jetzt machen möchte, das hat wieder mit unserem Güterbahnhof zu tun, den wir hier unten haben. Da sind wir vorher gerade dran vorbeigefahren. Denn was wir hier natürlich noch machen können, ist, dass wir dieser Fabrik hier noch ein bisschen Stahl besorgen. Oder für diese Fabrik noch ein bisschen Stahl besorgen. Wir sind hier sehr knapp immer, weil wir überall, ja, im Prinzip Sachen anzapfen, die schon angezapft sind. Jetzt außer beim Holz, da haben wir gewechselt. Ich weiß, dass ich die andere Holzlinie, im Prinzip hätte ich da einstellen können, dass sie hier einfach entladen. Das habe ich ja am Schluss noch gesagt, nachdem ich die Züge weggegeben habe, sozusagen. Aber irgendwie, wir klauen da oben eben dann das ganze Holz. Das Holz, das bestimmt ist für die Maschinenfabrik. Deswegen würde ich das mal so lassen, wie wir es haben. Aber eben, jetzt, warum nicht hier noch Stahl hinbringen? Das wäre doch eine Idee. Und wir haben nämlich hier hinten ja Stahl. Hier unten, wenn man hier guckt. Und ja, allzu viele Züge sind hier nicht mal unterwegs. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie kommen wir von hier möglichst leicht nach hier hinten. Hier haben wir Gleise. Hier haben wir ein Gleis. Ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich die Strecke hier mit nutzen. Es ist halt immer die Frage, stören wir andere Züge zu sehr? Aber wahrscheinlich nicht. Wenn wir hier meinetwegen rausgehen und hier rein, dann wären wir nachher auf diesen Gleisen, würden hier durch diesen Bahnhof durch und kämen dann dahin. Die Frage ist, was machen wir hier? Also wen stören wir alles? Ja, wir stören viel zu viele. Hier hätten wir zwar ein Gleis. Das führt uns zwar hier nicht weiter, aber das würde uns relativ einfach weiterführen, wenn wir die Gleise entsprechend verlegen. Und hier hätten wir noch ein freies Gleis. Das heißt, wir könnten hier lang. Moment. Nein, falsch. Nochmal gucken. Da müssten wir eine Weiche haben. Das hier führt dann doch ein bisschen woanders hin. Nämlich, wohin führst du denn? Moment. Jetzt wollen wir das mal genau wissen. Diese Linie hier, machen wir zu. So, jetzt schauen wir mal, wo die genau hingeht. Hier ins Tunnel rein und dann, hier kommt sie nämlich nicht raus. Hier unten kommt sie raus. Okay, und führt hier an Weißwasser vorbei. Das ist also völlig falsch, das wollen wir nicht. Das bringt uns nicht viel, aber es würde uns halt schon was bringen, wenn wir dieses Gleis hier nutzen würden. Wäre eigentlich auch das Letzte, das wir hier noch haben. Da kommt zwar von oben auch jemand, aber... Oder wisst ihr was, wir gucken mal. Können wir hier nicht vielleicht sogar noch zwei Gleise mehr installieren? Doch, dann machen wir das doch. Die bauen, danke, da haben wir Glück gehabt. Normalerweise... Halt, wir müssen noch bauen. Normalerweise geht's nicht, weil ich immer die Depots im Weg habe. Ich möchte hier aber keinen zweiten Straßenanschluss. Das tut nicht Not. Die Länge 320 Meter... Ja, das geht dann nicht. Okay, aber das geht immerhin. Anwenden. Zack, gebaut. Dankeschön. Jetzt haben wir das Glück, dass hier nichts mehr resettet wird. Und jetzt können wir hier eigentlich mit den beiden Gleisen arbeiten. Und gehen dann zum Beispiel... Wir müssen ja hier rein. Wie machen wir das denn am besten? Oder wir nutzen halt doch das Gleis, was wir hier noch haben. Dann kommen wir halt hier auf die Brücke. Nee, das würde ich eben eigentlich lassen, damit wir den Zug nicht stören. Wir gehen hier lang und gehen dann irgendwie... Kommen wir vielleicht hier sogar auf die Holzbrücke rauf, wenn wir hier unten durchgehen? Das müssen wir mal gucken. Ich versuche das mal zu bauen. Doch, dann nehmen wir schnelle Gleise. Also die Idee wäre, hier lang und hier unten durch. Ja... Weiter runter kommen wir nicht. Schade. Wir sind im Prinzip hier zu wenig hoch oder hier zu wenig weit unten. Könnten wir das mal so testen, dass wir hier früher runtergehen. So, ein bisschen rauf. Das würde sogar klappen. Gucken wir mal an. Was machen wir hier? Ja, nee, dann haben wir hier die Kreuzung. Die möchte ich natürlich genau nicht haben. Geht nicht. Okay, müssen wir tatsächlich anders machen. Ja, wir brauchen einfach mehr Weg. Okay, und jetzt gehen wir hier raus mit Steuerung. Und dann haben wir wieder eine Kreuzung. Wenn wir weiter runter gehen, haben wir das. Okay, so funktioniert es nicht. Wir müssen es anders machen. Was haben wir hier für eine Linie? Die hier brauche ich. Eine Interregio-Linie. Die könnten wir theoretisch, könnten wir sie kreuzen. Möchte ich aber nicht. Wenn wir hier mit einer Brücke rübergehen. Und dann hier unten durch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Die Frage ist, ob er da früh genug wieder runterkommt. Das müssen wir mal testen. Wenn ich dich hier mal mitnehme und aus dir eine Brücke mache, und zwar eine eigenständige, nicht eine, die da andockt. Gerne die gleiche wie die, welche wir da schon haben. Jetzt wieder ein bisschen runter. Das geht sogar. Weiter runter geht nicht. Wenn wir das so bauen, kriegen wir hier eine Kurve hin und können hier unten durch. Ja, das ist sehr fraglich. Das würde ich auch sagen. Wir könnten natürlich hier Höhe gewinnen und dann mit der Brücke über die Brücke. Da ist die Frage, wie das aussieht. Und vor allem, man sieht, das kreuzt hier wieder. Das dürfte, aber eigentlich dürften sie das machen. So oft fahren hier nicht Züge lang. Wenn wir hier eine Kurve machen, man sieht, das würde tatsächlich nämlich klappen. Dann können wir hier aber auch wieder runter. So, machen wir es so. Ja, wie soll ich das finden? Ihr wisst, ich bin nicht so Fan von Kreuzungen. Ich finde einfach hier ein bisschen komisch aus. Und ich kenne halt, man kann schon sagen, in der Realität gibt es das öfters. Das mag sein. Aber ich kenne es zum Beispiel von Modelleisenbahnen dann eben doch eher nicht. Ich bin jetzt auch nicht der, der 10.000 verschiedene Modelleisenbahnen kennt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, dass das irgendwie so einfach nicht wirklich ideal ist. Ich würde das Ganze tatsächlich, wenn, dann irgendwie so bauen. Und dann tatsächlich hoffen, dass wir hier noch runterkommen und hier unten durch. Das werden wir aber erst wissen, wenn wir es gebaut haben. Aber wisst ihr was? Das bauen wir jetzt einfach. Jetzt ziehen wir das hier rüber. So, ungefähr halt parallel meinetwegen. Andocken, wie gesagt, möchte ich nicht. Jetzt ist sie wieder weg. Zack, haben wir sie wieder da. Ja, okay, wir müssen so machen. Also, ich gebe mich jetzt geschlagen, ich kaufe das. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier mit einer Kurve unten durchkommen. Und sonst müssen wir dann halt tatsächlich doch eher die Variante mit der Kreuzung machen. Und es sieht so aus, als würde das tatsächlich nicht klappen. Wir kommen nicht so schnell auf den Boden zurück. Wir könnten zwar hier oben lang oder hier einen Tunnel rein und hier wieder raus. Das könnten wir natürlich auch machen. Gefällt mir als Lösung fast besser wie das hier. Aber dann möchte ich die hier nicht so krumm haben. Wir nehmen die nochmal weg. Also wir machen es so, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Hier eigentlich völlig gerade. Hier rauf. Parallel zu dieser Brücke. Okay. Mal gucken, wenn wir hier weiter runter gehen. Nee, dann haben wir da zu viel Gefälle. Also machen wir es so, kaufen es. Dann hier hoch und hier mit einer Kurve hier rüber. Ich bastle, merkt man es? Ja. Wir müssen natürlich nicht zwingend hier einen Tunnel rein. Das muss nicht sein. Das können wir machen, müssen wir aber nicht. Vielleicht kommen wir ja oben rum, also über der Erde. Ich baue das mal hier hin. Ziehe das mal völlig nach oben. Ja, das funktioniert eigentlich auch. Wir haben hier dann einfach eine relativ krasse Kurve wahrscheinlich. Aber okay. Mal gucken, wo sie uns hinführt. Gäbe dann hier oben, je nachdem, noch einen Tunnel. Wir müssen sowieso jetzt eigentlich wieder runter, sonst werden wir da nicht mehr in den Bahnhof reinkommen. Wollen wir das? Ja, weil wir hier hinten in die Gleise rein müssen. Also eigentlich wollen wir das schon, oder wollen wir das nicht? Ich muss nochmal gucken. Wo wollten wir denn weiter? Wahrscheinlich schon mit den Gleisen da. Ich muss nochmal gucken. Ich nehme das nochmal weg. Das können wir gleich wieder hinstellen. Was führt uns am ehesten nach da hinten? Ja, eben genau, dieses linke Gleis hier. Wir müssten hier, Moment, müsste ich noch schöner wischen, hier rein. Hier neues Gleis machen. Das heißt, wir müssen auf dieser Seite lang. Das würde heißen, wir müssen hier auf der linken Seite vorbei. Oder wir gucken mal ganz schnell. Wir könnten auch dieses Gleis nutzen, das bringt uns aber nichts, das führt uns höchstens hier rein, wobei wir könnten hier durch den Bahnhof durch, Moment, jetzt habe ich eine Idee, wenn es denn geht, dass wir hier rausgehen, dürfen wir nicht, ist da irgendwas im Weg, ist da ein Wegpunkt oder irgendwas, ich sehe es gerade nicht richtig, ja, hier müsste man doch rauskommen, ach, da ist eine Weiche, jetzt sehe ich es hier, okay, aber von hier kommen wir raus, ja, das ist zu machen, wenn auch relativ langsam. Dann können wir hier am Tunnel vorbei und können hier in diese Gleise rein. Das würde ich so machen. Dann baue ich das aber schon mal. So, damit wir es haben, dann wissen wir, was wir wollten. Das heißt, wir müssen hier rein. Okay, dann nehmen wir dich mal mit.
Und gucken mal, wie kriegen wir dich hier hinten? Wo ist unser Gleis? Hier unten. Wie kommen wir da am besten hin? Ich werde das jetzt mal direkt verbinden, dann sehen wir es. Das gäbe hier einen Tunnel und das wäre hier vorne dann wieder zu Ende. Ja, ich meine, es ist Berg, also das kann man so machen mit dem Tunnel. Das ist okay, dann geht das hier durch. Kaufen wir mal. Wo ist mein Knöpfchen? Man reiche mir Le Knopf, dankeschön. Jetzt hätten wir natürlich noch ein zweites Gleis. Das würde ich glatt auch noch mitnehmen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Dann sind wir hier auf der falschen Seite. Es ist sensationell. Mal wieder. Ach du grüne Neune. Wenn wir hier rausgehen, dann sind wir hier. Dann müssten wir diesen Bereich nochmal schnell kappen, damit wir da das zweite Gleis machen können. Okay, kaufen wir. Linie weg. Oh, da ist eine Linie drauf. Da hat jemand gewechselt. Da, ja, ja, ja. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Hier soll eigentlich niemand wechseln. Also, zuerst mal Gleis Nummer 2 machen. Wir könnten natürlich auch diesen Bereich hier abreißen. Dann haben wir hier eine steilere Kurve. Ich würde das hier oben machen, damit wir eben nicht so eine krasse Kurve haben. So, okay, jetzt mit dir. Moment. Mit dir müssen wir jetzt hier rein. Geht das nicht? Doch, Moment. Doch, klappt. Zack, gekauft. Ich nehme mal mit und hänge dich hier rein. So, bestens passt. Da machen wir eine Weiche und dann werden wir schnell kontrollieren, was das für eine Linie ist, die da plötzlich sich umentschieden hat. So, passt. Aha, sie ist wieder zurück. Haben wir denn hier die ganzen Sachen noch nicht festgemacht? Also von wegen... Nein, die haben wir noch nicht festgemacht. Dann machen wir die. Und wenn man die hier... Ja, ich sag dem halt festgemacht. Wenn wir die festgemacht haben, dann sollte man jeweils nochmal schnell kontrollieren, ob das Ganze so noch stimmt. Dazu brauche ich das Linienfenster. Das wissen wir seit der letzten Folge. Ja, passt. Ist okay. Gut. Dann haben wir hier hinten, blöd gesagt, wieder Ruhe. Also hier lang, hier rüber. Und hier unten müssen wir eigentlich nicht zweigleisig durch den Bahnhof durch. Denn sonst stören wir diese Linie, die hier unterwegs ist. Das heißt, wir bräuchten hier noch eine Möglichkeit, um rüber zu kommen. Das ist zu lang. So geht's. Dann haben wir hier... Ja, ist halt relativ langsam das Ganze. Moment, kriegen wir hier keine schnelle Weiche hin? 189. Na, das ist doch mal eine Weiche. Okay. Gebonkt. Da müssen wir den Zug wahrscheinlich einfach... Ne, den müssen wir nicht anweisen. Ich wollte gerade sagen, dass wir dem sagen müssen, dass du dieses linke Gleis nutzt, nicht das rechte. Das müssen wir aber gar nicht, weil er kann hier vorne nur vom linken raus. Das heißt, er wird hier sozusagen automatisch sowieso dieses Gleis nutzen. Okay, machen wir. Geht nicht anders. Ja, vielleicht mit... Doch, guck mal an. Tatsächlich mit Control geht's. Mhm, sehr gut sogar. Moment, nochmal. Jetzt hat's geklappt. Okay, und dann hier oben. Ja, jetzt halt nutzen wir, was wir hier haben. Oder das wäre die Steinlinie, die wir hier sozusagen mitnutzen. Oder machen wir ein zweites Gleis und gehen dann hier rüber. Ich würde sagen, wir machen ein zweites Gleis. Wir haben hier eigentlich den Platz. Dann haben wir hier 6 Gleise. Das ist definitiv besser, wie wenn wir die Steine wieder ausbremsen. Da hinten, man sieht es, da haben wir eigentlich ordentlich immer was zu tun. Das würde heißen, genau, hier ran. Jetzt nochmal gucken. Brücke hat es automatisch die richtige genommen. Ja, das ist okay. Wir können nicht sagen, ob wir das rechte oder linke Gleis haben. Doch, wir haben automatisch das rechte. Das linke geht dann hier raus. Gut, wir bauen zuerst mal eingleisig hier rüber. Schauen, ob das problemlos funktioniert. Ja, funktioniert problemlos. So, mitnehmen. Ist eigentlich doch auch noch eine längere Strecke, wenn man das so sieht. Jetzt werden wir hier irgendwie hier lang gehen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist sogar möglich. Ich muss aber aufpassen, dass ich das so baue. Ja, ist halt blöd, dass hier eine Brücke im Weg ist, denn wir müssen hier tatsächlich eigentlich auch nochmal mit einer Brücke rüber. Oder wir düsen hier dran vorbei, machen eine steile Kurve und gehen dann da rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist dann ein bisschen Umweg nochmal, aber okay. Was haben wir hier für eine Brücke? Moment, ist das die hier? Jawohl. Gut, die würde hier unten durchgehen. Können wir hier nicht noch ein bisschen rauf?
Doch, können wir. Können wir noch mal ein bisschen rauf? Nein, können wir nicht. Dann haben wir tatsächlich eine Kreuzung, dann wird es da hochgezogen. Also das wäre, was wir machen können mit dem rechten Gleis. Das sehe ich richtig. Jawohl, das rechte Gleis. Hier ein zweites Gleis durchziehen müsste gehen. Jetzt können wir ja mal gucken, reicht das, um hier noch rüber zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Ne, dann kriegen wir hier tatsächlich wieder diese olle Kreuzung. Da müssen wir es so machen. Wie ich gesagt habe, dass wir hier am Bahnhof vorbeischießen, sozusagen. Halt aber nicht so, denn das ist falsch ausgerichtet. Sondern wenn, dann so. Aber das dürfte sogar noch ein bisschen gerader sein. Moment, das müssen wir anders machen. Also, irgendwie so ausgerichtet, dran vorbei. Dann haben wir da Platz für das linke Gleis. Nehmen hier die Brücke. Jetzt muss ich wieder ein bisschen runter. So, da haben wir die Brücke. Kaufen's. Ziehen sie hier weiter und hier dran vorbei. Jetzt können wir ja mal ganz schnell noch gucken. Ne, jetzt wollte ich gerade sagen, dass wir hier... Ne, können wir nicht. Wir können hier den zweiten Anschluss nicht kappen. Sonst ist das Teil hier auch weg und das ist der Anschluss an die Fabrik. Oder zur Fabrik hin. Und die da hinten, die ist dann mehr... die könnte man eher abreißen, aber das bringt nichts. Dann müssen wir gucken, dass wir hier an der Straße oder an der Einfahrt vorbeikommen. Das schaffen wir auch. Möglichst knapp. Okay, hat wieder geklappt. Mit Control drücken. Moment, geht auch ohne. Schnapp. Und jetzt da vorne gibt es halt wieder eine entsprechende Kurve. Also irgendwie hier sogar ein bisschen Schwung holen. Und dann hier reindüsen. So, mit 70. Und dann geht es hier Richtung Bahnhof. Und jetzt würde ich... Da wir halt jetzt aus der Richtung kommen, würde ich jetzt eher hier vorne, also hier auf der linken Seite, ein Gleis wählen. Wir können mal gucken, wo haben wir denn den Platz? Dieses Gleis hier, das wäre... Nee, doch nicht. Was haben wir denn hier noch für ein Gleis? Ach, Depot. Okay. Das brauchen wir in dem Sinn nicht. Aber das können wir natürlich dann gerade nutzen. Wir gehen da in das linke Gleis rein. Also, wir brauchen Kollege Gleis. Und gehen hier irgendwie raus. Mal gucken, stimmt das? Doch, das stimmt sogar sehr gut. Können wir das vielleicht sogar zusammenhängen? Jawohl, was macht's dann? Dann macht's alles richtig. Dann kommen wir da ins Gleis rein. Gekauft. Und jetzt werden wir hier... Jetzt ist halt die Frage, sollen wir hier nicht doch mal noch unbeschrankt lassen? Was haben wir hier denn alles? Das ist doch eigentlich relativ nett, denn das ist auf dem Land. Also das ist nicht in der Stadt drin, das würde ich tatsächlich so lassen. Gut, jetzt fehlt uns noch Gleis 2. Mal gucken, ob wir das problemlos mitkriegen. Das haben wir, oh, das haben wir noch gar nicht angeworfen. Also den Bau haben wir noch nicht angeworfen. Das Gleis hoffentlich werfen wir nicht. So, einfach diesen und dann mitnehmen. Und die Signale kommen dann natürlich auch noch. Da müssen wir je nachdem mal noch gucken wegen einer Weiche. Moment, mal ein bisschen raus scrollen, dann kann ich das besser mitnehmen. Jetzt hängen wir es mal hier hin. Okay, jetzt habe ich mir angewöhnt, dass ich immer lange Abschnitte baue wegen den Lags. Jetzt könnte ich es mir eigentlich wieder abgewöhnen, da wir die Lags nicht mehr haben. Mal gucken, ob das klappt. Denn, ja, kleinere Abschnitte, ich weiß nicht, bei... Schon wieder falsch? Nee, eigentlich ist es egal. Bei Trainfieber waren halt die kleineren Abschnitte schon idealer, weil man da immer nur abreißen konnte, was man gebaut hat. Wenn man da einen langen Abschnitt gebaut hat, dann konnte man auch nur ein ellenlanges Stück abreißen. So, hier rein und wunderbar. Dann hätten wir diese Konstruktion geschafft und das heißt, dann kriegen die demnächst hier Stahl zur Unterstützung. Mal gucken, ob es dann besser läuft hier. So ganz gefällt mir das nämlich immer noch nicht. Das kriegen wir aber schon zu laufen. Da bin ich zuversichtlich. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.